Ich bin nicht hier, mein Dickerchen. So, ich schleich mal hier weiter. Ich hoffe, wir finden hier was, was wir immer suchen. Lasse die Ventile ab, das ist natürlich so einfach, ne? Okay, hier haben wir zumindest Versteckmöglichkeiten. Okay. So, wir gehen hier durch. Wo ist er? Hier vorne ist er. Wollen wir es riskieren, an ihm vorbeizurennen und nochmal in unseren Versteck? Ich glaube, ja. Ich bin gleich wieder da. Es klingelt schon wieder. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder zurück und wir haben hier immer noch den fetten vor uns. Ich tue jetzt mal was ein bisschen riskantes. Wir gehen ihn einfach mal hinterher. Mal sehen, was er da zu ihm einfällt. So, wir müssen ja springen. Ich würde jetzt sagen. Hi! Du kriegst uns nicht! Na, Fettsack! Das ist so schön. Ja, die schreit uns noch an! Das bin ich! Oh, so ein Fett! So, und tschüss! Kann er hier nicht die Kamera benutzen? Warum? Oh mein Gott, man kriegt einen Herzinfarkt bei dem Fetten. Wir haben aber gut gemeistert schon mal. Wie wird der noch die Kamera wieder benutzen? Danke. Ach du Scheiße, eine Leiche. Die ist aber tot. Lecker. So, wir müssen... So, wir müssen nachladen. Die Batterie ist leer. So, hier geht's. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Hier sind auch keine Batterien. Shit. Nee, es ist zu dunkel oben ohne Batterie. Ah, wie kommt denn der da hin? Sieht hier alles sehr lecker aus. So. Der ist tot, ne? Ja. Oh. Ich will nicht wissen, wie heiß das ist, absolut tut. Probieren wir es gar nicht aus. Ich habe Angst, dass da oben was ist. Ah, nerv. Ja, ist geil. Wir gehen genau darauf, wo jemand ist. Bitte tu uns nichts. Bitte. Bitte, 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 bitte. Huhu. Okay. Da scheint jemand zu wollen, Rider. Oh Gott. Was geht denn hier ab? Abgeschlossen. Ist auch, glaube ich, besser so. Aber ich dachte, wir kommen jetzt aus der Kanalisation mal raus, Alter. Ey, ich habe keine Lust, dass der Fette wieder aufkreuzt. Ich frag mich, wie er das... Da gehen ja nicht drauf, das ist so aus, als einbricht. Wie der Typ das macht, wir müssen die schlimmsten Wege gehen und er findet uns jedes Mal. Jedes Mal, das ist unsagbar.
Und uns gehen die Batterien im Übrigen aus, nur noch zwei, das ist nicht ganz so cool. Und hier sieht's sehr... Hatte da jemand eben eine Taschenlampe? Okay, ich geh den... Ich suche nur noch Batterien, mein Freund. Okay. Ich gehe lieber nicht zu nah dran, weil die Typen können jederzeit ausrasten. Habe ich so das Gefühl zumindest. So, hier war doch Licht eigentlich. Ah, eine Batterie, das ist gut. Ah, ich möchte da raus. Wir sollten hier verschwinden, bevor uns der Dicke wieder... Du tust uns nichts und wir tun dir nichts. Ist das ein Deal? Danke. Ja, die sind überall, die Typen. Die sind alle ausgebrochen. Speichern, das ist nie gut. Vermelwort, Melwort. In die Duschräume. Und das Wasser sieht sehr... Na, gehen wir mal in die Frauen um... Kleide oder Frauendusche. Die Verderber. Und wahrscheinlich, natürlich, die wollen nicht, dass wir das verrücken. Na gut, dann gehen halt die Männer angucken. Obwohl die ja nicht so schön sind. Aber ich würde auch mal eine Vermutung sagen, dass die Frauen auch hier nicht so. Was? Was war das? Ist hier offen? Ja, wieso kommt er hier nicht raus? Die könnten doch uns versuchen an den Wänden. Ich hätte zumindest versucht. Ach du Scheiße, das ist hier alles nicht sehr... Was ist das denn? Müllbeutel, okay. Da liegen Eingedärme, irgendwas ist da durchgeratscht worden. Eine Batterie? Keine Batterie. Ist eigentlich nicht unklug, hier so drunter so wenig. Lebt er noch oder ist er tot? Der sieht tot aus. Ja, zumindest ist er gestorben. An was auch immer. Was war das denn jetzt? Was the fuck? Abgeschlossen, na super. Er hat auch ziemlich Angst. Ehrlich gesagt kann ich es ganz gut nachvollziehen. So. Ich traue mich hier gar nicht so ohne Nachtsicht rumzulaufen, aus Angst, dass ich was nicht sehe, was mich umbringt. Wir müssen auch bald mal wieder nachladen, aber wir haben nicht so viele Batterien, das ist... Wo lang? Da geht's lang, dann gehen wir den anderen Weg. Wir gehen immer den anderen Weg. Nicht den offensichtlichen, aber wir müssen immer den offensichtlichen nehmen, weil uns geht da der Weg versperrt. Ah, jetzt juckt mein Rücken. Oder mein Nacken. Mein Nacken juckt. Hallo? Was immer hier los ist. Okay, wir müssen die Batterie leider nachladen. Ich hoffe, wir finden bald eine neue Batterie. Ja, hier können wir auch ausmachen. Von der Seite kommen wir, glaube ich. Da müssen wir bestimmt. So, ich will jetzt ganz langsam die Tür... Oh, falsche Richtung. Ich habe so das Gefühl, dass wir unseren dicken Wald wiedersehen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Nee, wirklich lang? Ich weiß es nicht. Da liegt eine Leiche. Batterie. So.
so eine Leiche. Und hier müssen wir wieder runter. Die duscht gerade. So. Was war das? Da ist jetzt irgendwas ins Wasser ge... So, dann gehen wir hier runter. Hier ist es ziemlich dunkel auf einmal. Okay. Ich höre was. Ich höre unseren Dicken wieder, glaube ich. Ah, hier ist es so dunkel, wir haben keine Batterien. Und ich sehe hier absolut gar nichts, Leute. Ich sehe hier... Nachladen. Ah. Wenn er uns erwischt, dann sind wir tot. Das ist euch klar, ne? Weil ich hier auch absolut nichts sehe. Ihr seht es ja selber, das Nachtsichtgerät ist unter sehr großen Räumen chancenlos verloren. Hier sind Gitter. Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt richtig sind. Müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Vicky, da haben wir ein Rohr. Am besten, wir orientieren uns ein bisschen an der Wand. Ich habe keine Ahnung, wo der Dicke jetzt ist. Ich höre ihn auch nicht mehr. Ich hoffe, wir rennen jetzt nicht im Kreis. Das ist so das typische Verirr-Metier. Hier geht es nicht weiter, okay. Ist das unser Ausgang? Ich höre den Dicken nicht mehr. Das finde ich nicht cool. Doch, jetzt höre ich den Dicken wieder. Ah, das ist jetzt gemein, Leute. Der Dicke ist irgendwie rechts von uns. Jetzt habe ich das Licht verloren. So, nachladen, letzte Batterie rein und knallen. Lieber jetzt als später. Komm schon. Komm schon! Da müssen wir doch lang! Oder nicht? Der Dicke hat uns. Ich glaube, wir sind eh falsch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Ich sehe ehrlich gesagt auch gar nichts. Gleich hier lang. Wir sind tot. Der ist jetzt doch ganz nah bei uns. Ich höre ihn deutlich rechts neben uns gehen. Er geht auch von hier genau lang wie uns wie ihn nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo wir lang müssen. Da ist der Dicke. Sobald die Batterien tot sind, sind wir auch tot im Übrigen. Ich glaube nicht, dass wir so den Ausgang finden werden. Ah, fuck, ey, das ist hier mal wieder... Ah, eine blöde Stelle. Sehr blöde Stelle sogar. Ich hätte weiter 16 WDE spielen sollen. Da sind Kisten. Sollen uns die Kisten was sagen? Waren wir an denen schon? Nein, bitte Batterie. Damals was.